Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Kurz vor unserem ersten Bandenkrieg und du... Du folgst mir. Kommst mal, Entschuldigung, mit? Komm mit mir, ich habe Arbeit. Wir können nur zwei mitnehmen. Gut, wir können erstmal nur lächerliche zwei mitnehmen, aber die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, hallo. Lasst uns Whitechapel erobern. Ah, da sind sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Kaelog lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, sie können besser damit umgehen als ich. Was soll das, Greenie? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute. Aufrüsten. Wenn Sie höhere Level erreichen, können Sie bessere Waffen, Monturen und besseres Zubehör ausrüsten. Drücken Sie um in das Inventar zu gelangen und bessere Ausrüstungsgegenstände zu kaufen und auszurüsten. Sie können Ausrüstungsstücke verbessern, um Ihre Statuswerte zu verbessern und alles aus ihnen herauszuholen. So, wir haben jetzt das hier bekommen. Das können wir direkt mal ausrüsten. Ja, wir rüsten erstmal die aus. So. Und verbessern das, glaube ich, auch mal direkt für 500. Vielleicht. Wie geht das? Achso. Ja, das X. Ja, wir verbessern das direkt mal. So. Dann gibt's hier Assassinenhandschuhe. Da haben wir nur den einen. Wenn wir den verbessern würden, was würde das bringen? Plus 1? 500? Ja, komm. Machen wir mal. Was soll der Geiz? Schusswaffe benutze ich eigentlich seltenst. Und Farben und Monturen sind im Moment auch erstmal nebensächlich. Der Novizengürtel. Verteidigung und Schleichen verbessern. Ja, komm. Wie auch immer der uns verteidigen soll, ich weiß es nicht, aber das sieht doch schon mal gut aus. Mr. Rexford Kaelog akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Kein Kaelog. Auch egal. So, jetzt gibt's aufs Maul hier. So. Das war's schon? Achso. Das sind wir. Wo willst du denn hin, mein Freund? Bluten. Ja. Hallo. Oh. Aua. Aua. Oh, du nervst halt, ne? Warte, Felix, bis du dran bist. Moment, ich hab's gleich. Aua! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er kommt hier nicht in einem Stück raus. Moment, ich muss mich ganz konzentrieren. Ich bin gleich nämlich tot. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Alter! Ist aber auch hartnäckig, ne? So. Messer im Kopf. Ruhe ist. So.
Puh, das war knapp. Ist wohl kaputt. Naja, dafür haben wir jetzt aber einen Zug. Das ist doch auch was. Der Bleiters! Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen. Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt. Und aus Rot wird Grün. Oh, ihr Bastarde, ich werf mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. Kaelok? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Ah, da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Jacob? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greenie. Ich glaube, er mag ihn nicht. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, er mag ihn nicht. So. Wir haben einen neuen Stockdolch bekommen. Und einen Zug. Das ist schön. Wir reden sofort mit Agnes. Hey, Agnes. Weißt du, mit ein bisschen Moos kann man in dieser Stadt richtig was losmachen. Überleg mal, was du Gutes tun könntest mit dem ganzen Geld. Okay. Du willst London wieder herrichten? Nun, das ist deine Chance. Auf der Karte siehst du, an wen du dich wenden kannst. Alte Freunde von mir. Wenn du ihnen ein paar Pfund abdrückst, kannst du uns vielleicht alle davor bewahren, Messer und Gabel weglegen zu müssen, bevor wir satt sind. Interagieren Sie mit der Gang-Upgrades-Karte. Ja, das tun wir. Huch, so. Oh je, Gang-Upgrades. Anführer, Insider, Betrüger, das sind die verschiedenen Dinger, glaube ich. Was ist das hier? Medizinmarkt. Sie können jetzt jede Medizin in Geschäften kaufen. Nutzen Sie Medizin im Kampf, um Ihre Gesundheit schnell zu regenerieren. Okay, das tun wir. Das tun wir auf jeden Fall. So. Ansonsten waren die Sachen, glaube ich, hier sehr teuer. Kleine Rooks. Die waren ganz nützlich. Die haben einem immer, glaube ich, Material dann besorgt. Ja, die Polizeibestechung ist, glaube ich, auch ganz nützlich. Kutschensabotage. Rookspeer. Ja, wie ihr seht, ist das alles ziemlich teuer. Und wir haben hier leider, soweit ich weiß, nicht so einen dicken Geldbeutel, wie damals Shay hatte. Es geht mit der Zeit, auf jeden Fall. Aber wir müssen ein bisschen gucken. Also wir lassen das erstmal offen hier. Wir haben die Medizin jetzt geholt und ich glaube, das sollte auch erstmal genügen. Genug geredet. Ich glaube, Mr. Green sagte, dass er dir jemanden vorstellen möchte.
Mr. Green? Ist da nicht eine Werbung? So. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Sympathisantenaktivitäten. Robert Topping. Euges Schatzkammer. Und hier ist die nächste Hauptmission, die Pressefreiheit. Ich würde aber vorschlagen, lass mich mal eben gucken, stand nicht irgendwo hier die Schwierigkeitsstufe? Ah, hier, empfohlenes Level 6, empfohlenes Level 4, das ist also die ganze Themse, die ist auch total cool. 5, 3, das kommt schon eher in unserem Bereich, 9 und 8. Ja, da wo die nächste Hauptmission ist, ist tatsächlich auch das leichteste Gebiet. Also ziemlich in der Nähe zumindest. Ich würde mal sagen, wir gucken mal nach unserem Fähigkeitspunkt. Tschüss Zug, das ist nett. Gut, den kann man immer wieder einfangen, wenn man den irgendwie mal braucht. So, wir gehen mal eben hier hin. Inventar. Hier gibt's was Neues. Und zwar der Stockdolch, glaube ich, ne? War das? Nein, das hier. Minus 3 Tödlichkeit, okay. Ich finde diese Stockdolche total cool. Vor allem die Kampfart damit finde ich total super. Aber für den Moment haben wir, glaube ich, nichts Besonderes dabei, ne? Gut. Die Handschuhe. Natürlich haben wir jetzt einen neuen Handschuh. Jetzt, wo wir gerade unseren anderen verbessert haben. Den können wir mal ausrüsten. Der sieht schon mal cool aus. Und vielleicht auch upgraden mit plus 1. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. So. Der ist schon mal nett. Und das, glaube ich, war's, ne? Schusswaffen, hier haben wir, glaube ich, nichts Neues. Okay. Das ist das. Dann gehe ich mal zurück. Dann gehe ich mal auf Fähigkeiten. Ich weiß, es ist ätzend, aber es muss leider sein. Wir haben nur einen Punkt. Wäre gut, auf Level 3 zu kommen. Dann hole ich mir den Booster hier, den Dingens. Oder das? Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das denn hier? Achso, in Besitz Anführer 1. Den haben wir sowieso bekommen, alles klar. Dann nehme ich mal das hier. Und hoffe, dass wir ein Level aufsteigen. Das wäre super. Tun wir aber nicht. Okay, das ist gut. Dann wechseln wir mal kurz zu Eevee. Ach, jetzt geht die da erst direkt wieder raus. Wenn du erlaubst. Ja, nur kurz, meine liebe Eevee. Wir müssen mal eben hier gucken. Was, den müssen wir kaufen? Achso, benötigen Level 2. Wir müssen erst die Dingens machen. Moment. Fähigkeiten. Dann nehmen wir auch für sie den Gesundheitsboost. Auf jeden Fall. Und auch für sie nehmen wir das automatische Plündern. Und Adlerauge 2. So. Dann ist auch sie auf Level 2. Finden Sie mal gut, dass beide die Punkte kriegen. Was ist das hier? Verteidigung 1. Reduziert den erlittenen Nahkampfschaden. Ja, nimm dir das mal. Kann ja nicht falsch sein, so. Und dann für den einen Punkt, hier Schlösser knacken, so. So. Dann schlage ich vor, jetzt muss ich wieder auf die Karte gehen, dass wir versuchen, zu einem Aussichtspunkt hier in dem Level 3 Gebiet zu kommen. Und mal schauen, was es da so zu entdecken gibt. Da lassen wir uns einfach hier am Bahnhof stehen, weißt du?
So. Haben wir noch ein bisschen Zeit heute? Unser Zug fährt da gerade lang, das ist schön. Der fährt auch immer schön langsam, also wenn der hier mal vorbeifährt und wir müssen mal was haben oder so, können wir halt immer wieder dahin. Oder ich glaube, mit Schnellreise geht das nachher, glaube ich, auch. So, ich steige mal kurz auf. Liebe es halt, ne? Oh, sieht so cool aus. Hopp, hopp. Na, hopp. So. Da hinten müssen wir hin. Heißt, wir müssen hier runter. Die halten sich hier versteckt. Das ist meine Nachricht für dich. So. Was haben wir denn hier Schönes? Milady. Es sieht so cool aus. So, wir haben ein Gangquartier, eine Kopfgeldjagd. Die mache ich nicht so gerne, tatsächlich. Eine Templerjagd, die Hauptmission. Und ansonsten sehe ich jetzt erstmal nix. Okay, ich hoffe, wir sehen einen Heuhaufen. Wo auch immer der ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht da. Yay! So. Dann würde ich sagen, da das gerade in der Nähe ist, gehen wir mal zur Templerjagd. Schwieriges Gebiet wird betreten. Ist das so? Das war doch Level 3, oder? Moment. Ein Level drüber schaffen wir doch, oder? Wir versuchen es mal. Martin Church aufspüren. Hopp. Oh. Wer warst du denn, Fräulein? Oh, dein Gewehr, Huch! Es wollte bei mir wohnen. So. Kommst du mal hier drauf? Ohne da runterzufallen, nur einfach drauf hier. So. So, da ist er schon. Martin Church. Okay. Mit versteckter Klinge töten, wenn es geht. Vielleicht. Ansonsten ist hier ganz schön viel los. Es geht nur um ihn. Es geht nur um ihn. Das heißt, wenn wir ihn haben, haben wir es geschafft. Wenn wir Glück haben, kommt er nochmal zurück. Dann kriegt er halt einen mit einem Luftattentat. Und wenn wir Pech haben, müssen wir da runter. Bei dem Heuhaufen ausging's. Das Attentat zählt für ihn hier. Ich gehe mal hier runter.
Habt ihr hier auch noch eine Scharfschützin gesehen, ne? Ich führe nur Befehle aus und dann das? Die Welt ist einfach ungerecht. Hallo, kannst du mal... Vorsichtig. Vorsichtig. Moment. Hallo. Ein würdiger Templer, sagen Sie. Unternehmt was gegen ihn. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wisst ihr ja, ne? Ist ein Level drüber. Es war überhaupt nicht laut. Was der Großmeister jetzt mit ihm machen wird. Einer wie Church darf den Namen des Ordens nicht besudeln. Das ist inakzeptabel. Er glotzt halt voll, ne? Die haben mich dazu gebracht. Wir können es versuchen. Wir warten noch mal, bis er zurückkommt. Wer macht denn hier solche Geräusche, sag mal? Oh. Wir warten noch mal, bis er zurückkommt und dann versuchen wir es. The very notion that a person of my status could be accosted in this manner. The indignity. Do you expect to get away with that? Halt doch mal die Klappe. Ich bin ja gleich weg. Ich führe nur Befehle aus und dann das? Die Welt ist einfach ungerecht. Nein, soll's den anderen nehmen. Oh, scheiße. Der war halt genau davor. Oh, oh. Das könnte schief gehen. Okay, das ist schief gegangen. Das war halt doof. Der andere war genau... Oh, der hat sich halt genau davor geschmissen. Ach, Jacob, Jacob, Jacob. Okay, wir versuchen es trotzdem nochmal. Sind wir hier nochmal? Moment, ich guck mal eben auf die Karte. Das war das, ne? Wir probieren es nochmal. Das war ja schon nicht so schlecht. Hätte besser laufen können, aber... So. Hopp. So, die Scharfschützin steht jetzt da. Hoffentlich nicht mehr lange. Ich hoffe, sieht sie uns hier nicht. So. Ihn haben wir jetzt auch nochmal gemacht. So. Der Plan war nicht schlecht. Wir hätten nur ihn erwischen müssen. Nicht seinen Freund und Begleiter, sondern ihn. Das war das Problem, der hat sich halt genau da reingeschmissen. Aber nicht schlimm. Erstmal nochmal sie, damit sie uns nicht dazwischen funkt. Weil Scharfschützen sind bei Assassin's Creed halt immer kacke. So. Langsam, langsam. So, Schatzi. Du legst dich nochmal hin. Ja, das ist halt schwierig, ne? Dass er immer begleitet wird von diesem Idioten da. Diesem speichelleckenden Idioten. Gibt halt immer einen Schleimer, gibt es immer dabei. Aber es war schon auch der beste Ort, glaube ich.
Ja, wie doof der da auch steht. Guck doch mal. Die haben mich dazu gebracht. Das ist nicht so optimal, ne? Jetzt halt die Klappe da. Lass mich da in deinem Heuhaufen liegen, Mensch. Mach schon kein Blättchen durcheinander. Ich führe nur Befehle aus und dann das? Die Welt ist einfach ungerecht. Eindringling, noch! So, mein Freund, und weg! Wenn das alles ist, was du kannst, er versucht zu fliehen, Besucher! Ja, ja, ich bin auf dem Weg weg. Tschüss. Ich habe freie Sicht auf ihn. Nein. Lass das sein. Hui. So, geht doch. So, das war doch gut. Das lief doch gut. So, jetzt haben wir hier eine Kopfgeldjagd und ein Gangquartier, ne? Empfohlen ist Level 4 sogar. Hier ist noch 3. Dann erst die Kopfgeldjagd in der Hoffnung, dass wir aufsteigen. Und die Hauptmission ist 2. Eieieiei, die Kopfgeldjagd. Ich würde... Nein, passt auf. Ich schlage Folgendes vor. Wir machen in der nächsten Folge... die Hauptmission. Vielleicht steigen wir dann auf. Und dann nehmen wir uns den Rest dieses Bezirks vor. Ich glaube, das ist der bessere Plan. Einen Fähigkeitspunkt haben wir auch. Da freuen wir uns. Und wir sagen diesem wunderschönen Herbsttag auf Wiedersehen und bis zur hoffentlich nächsten Folge von Assassin's Creed Syndicate. Passt auf euch auf und gehabt euch wohl.